Hallo und einen schönen guten Abend. Ja, heute mal ganz was anderes, ja, also eine ganz andere Uhrzeit und auch alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Ja. Ich habe es ehrlich gesagt im Auto mitbekommen, war vorhin unterwegs. Die Wahl in Rumänien, die Präsidentschaftswahl, die wird jetzt wiederholt. Die muss rückgängig gemacht werden, diese Wahl. Und zwar wegen eines falschen Ergebnisses. Na, das Ergebnis ist falsch. So einfach ist das. Glauben Sie nicht den ganzen Scheiß, den man Ihnen da jetzt erzählt. Von wegen, böse Russen haben sich eingemischt in die Wahl. Meine Güte, fällt denen denn nichts Besseres ein? Ja? Es ist unfassbar. Und auch die Art und Weise, wie die Medien das hier in die Welt hinaus posaunen, mit einer gespielten Naivität. Von wegen der Geheimdienst, der rumänische Geheimdienst, der hätte jetzt Dokumente irgendwie freigegeben oder vorgelegt, ja, und das Verfassungsgericht hätte gesagt, okay, dann müssen wir diese Wahl wiederholen. Ja, was, wenn der Geheimdienst solche Dokumente vorlegt, ja dann, ja, ist ja logisch, ne? Also das bedeutet, wenn in Rumänien der Geheimdienst, ja, die Aufgabe des Geheimdienstes ist es zu lügen. Das ist die Aufgabe des Geheimdienstes. Es ist nicht wie James Bond irgendwie durch die Gegend zu jetten, ja, Poker zu spielen im Casino, schöne Frauen zu pimpern und nebenbei ja, den Planeten zu retten und die Bösewichte zu besiegen. Nein, Aufgaben des Geheimdienstes, ja, in erster Linie Informationen sammeln, vor allem Kompromat, ja, um Leute erpressen zu können. Ja, geht es nicht um den Schutz des Staates oder der Bürger oder sonst was. Nein, ja, auch, aber primär nicht. Primär werden da die Interessen von Leuten verfolgt, die sie weder wählen noch abwählen können. Ja. Geheimdienste. Ja. Das ist der tiefe Staat. Der tiefe Staat, wenn der sagt, uns liegen da aber Dokumente vor, dass die Russen diese Wahl beeinflusst haben. Ja. Und zwar indem auf TikTok irgendwie, ja, der war total erfolgreich auf TikTok und das mit den Konten und also dieser Georgescu, nee, das müssen wir wiederholen. Das geht nicht, ne? die russische Wahleinmischung, wir kennen die ja noch, ne? 2015, 2016 und folgende. Ich meine, die ganze erste Präsidentschaft von Trump hindurch wurde ihm ständig vorgeworfen, russischer Agent zu sein und alles nur durch russische Einmischung. So ein Schwachsinn, so ein Schwachsinn. Mann, Mann, Mann. Ja, Rumänien ist natürlich wirklich, wirklich wichtig. Strategisch gerade sehr wichtig, dieses Land. Es grenzt an die Ukraine. Rumänien hat eine, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer lang diese Grenze ist, also richtig, richtig große Grenze zur Ukraine und ganz, ganz viele Waffen, ja, werden über Rumänien geliefert. Ja. Rumänien ist momentan strategisch extrem wichtig. Rumänien hat, glaube ich, im vergangenen Jahr einen riesen Waffendeal mit den Amerikanern abgeschlossen. Rumänien liefert Patriots und alles Mögliche und dieser Georgescu, dieser Kandidat, der da jetzt gewonnen hat und der auch haushoher Favorit war, um dort Präsident zu werden, ja, der sieht das alles ziemlich kritisch. Ja? Der findet das gar nicht gut. Wenn es nach dem Georgescu geht, dann gibt es keine Waffen mehr in die Ukraine. Ja? Dann hört der Wahnsinn auf. Ja, und darum ist dieser Georgescu auch ein Rechtsextremer. Haben Sie mitgekriegt bei uns in den Medien? Georgescu ist ein Rechtsextremer. Ja, Sie mussten sich wahrscheinlich, es hat schon in den Fingern gezuckelt, dass ich Nazi an, nein, Rechtsextremer, ein Rechtsextremer. Aber rechtsextrem bin ich ja mittlerweile auch. Ah nee, ich war sogar Nazi. Ja, der MDR hat mich ganz offiziell zum Nazi erklärt. Jawoll. Tja. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ne? Auch in der Demokratie. Oder ja, was man so Demokratie nennt. Das Ganze ist wirklich nur noch eine Fassade und sie wird immer löchriger. Aber die Leute wollen es nicht begreifen. Und auch jetzt diese Scheiße, die da erzählt wird, von wegen, ja, der Geheimdienst hat Dokumente vorgelegt, dass da auf TikTok irgendwas komisch gewesen ist. Und deswegen wird die Wahl wiederholt. In Rumänien, ne? Ist mittlerweile ja auch, Rumänien ist auch sowas wie ein Flugzeugträger für die Amerikaner.
Seid da die Diktatoren, ja, Sie wissen schon, damals ganz böse Ceausescu, ne, der Diktator, ja, jetzt sind die Menschen frei und dürfen wählen, aber halt nicht das Falsche, ne? Das geht nicht, nein, das geht nicht, ja, weil dieser Krieg, der muss doch weitergehen, der Krieg, ja. Und unsere Medien, wie gesagt, ne, die schreiben das einfach so, das ist völlig unkritisch, Der Geheimdienst hat Dokumente vorgelegt. Ja. Also wird die Wahl wiederholt. Ganz einfach. Ja. Ich bin mir sicher, das nächste Wahlergebnis wird besser ausfallen. Also für den Geheimdienst. Nicht, es geht ja nicht um die Bürger. Es geht um das, was der Geheimdienst bzw. die Leute hinter dem Geheimdienst, was die wollen. Das ist wichtig. Tja. Demokratie. Ja. Fuck yeah. Ja, wenn der Geheimdienst sagt, das stimmt nicht, die Wahl muss wiederholt werden, dann muss die Wahl wiederholt werden. Ist doch klar. Ist doch klar. Ja. Dieser Präsident in Rumänien, der ist ja zuständig, also ist mehr als unser Grüß-August. Ja? Wir haben ja auch einen Präsidenten, aber dem fehlt ja eigentlich die politische Macht. Ne? Er ist jetzt nicht ganz ohne Macht, er muss ja immerhin den ganzen Scheiß immer unterschreiben. Er könnte sich unter Umständen hier und da auch mal weigern. Eigentlich sollte auch neutral sein und so. Steinmeier, wir wissen ja, Frank-Walter, der Spalter, aber der soll jetzt nicht das Thema sein. In Rumänien ist der Präsident auch zuständig für die Außen- und Sicherheitspolitik. Der ist auch zuständig für das Militär. Ja, für die Sicherheitspolitik ist er zuständig und für die Außenpolitik. Da gibt es auch noch einen Ministerpräsidenten. Ja, also wie gesagt, der Präsident hat da jetzt nicht so die totale Macht. Ja. Aber der ist halt schon mächtig und genau in den fraglichen, in den derzeit wirklich wichtigen Bereichen Außen- und Sicherheitspolitik, Militär. Ja. Der falsche Kandidat, der aus Sicht des sogenannten Wertewestens, ja, der demokratischen Weltgemeinschaft, aus deren Sicht ist das der falsche Kandidat. Ja. Aber zum Glück gibt es den rumänischen Geheimdienst, ja. Und der hat das jetzt, ein Glück, ja. Er hat auch noch mal die Bremse ziehen können, ja, bevor die Russen da ihren Kandidaten durchkriegen. Ja, das ist diese Demokratie hier. Das Schöne ist wirklich, die Masken fallen. Leider wird der Großteil der Leute es hier einfach zu spät merken. Ich bedauere es wirklich sehr, dass die Ampel jetzt geplatzt ist, ja, das ist das Ampel aus. Es wäre besser gewesen, die Wahl hätte ganz normal im nächsten September stattgefunden, weil das Zerstörungswerk der Ampel bis dahin noch viel, viel deutlicher wird. Und das Zerstörungswerk eben auch dieser Politik. Man kann das nicht nur auf die Ampel beziehen, sondern muss es auf diese Politik beziehen. Ist ja auch eine ähnliche Politik, wie sie betrieben wird, ja auch in Rumänien. Also Konfrontationskurs um jeden Preis. Tja, schade, dass die jetzt schon wählen. Ich bin gespannt. Ja? Alle sagen ja, der Merz hat das schon in der Tasche. Ich sage nein. Ja, aber was passiert eigentlich? Stellen wir uns mal vor, jetzt passiert das Gleiche hier in Deutschland wie in Rumänien. Die AfD hat die absolute Mehrheit. Ja. Da wird sich dann wahrscheinlich auch der Geheimdienst melden. Und dann wird man feststellen, nee, da gab es ja Unregelmäßigkeiten auf Facebook. Das waren die Russen. Diese Wahl muss wiederholt werden. Ja. Und der Kropala, ja, der kommt in den Knast, ja. Und die Weidel? Was macht man mit der? Kommt auch in den Knast. Ja, und überhaupt, die AfD, die wird dann verboten. Ja, Demokratie. Das ist diese Demokratie. Sie sagen auch immer, unsere Demokratie. Ja, unsere Demokratie. Das ist nicht unsere, das ist deren Demokratie. Die sagen immer, unsere Demokratie. Wir haben in dieser Demokratie ja eigentlich eine Rolle zugedacht bekommen, die, ja, sagen wir mal so, der Souverän sind wir ganz bestimmt nicht. Tja. Ich werde wählen gehen, ne? Im Februar. Ja. Allein schon, um zu sehen, was passiert, falls die AfD gewinnt. Ja. Ja, allein schon dafür werde ich die wählen, ja, um die Maske zum Fallen zu bringen. Auch hier. In Rumänien ist sie jetzt gerade gefallen. Ich weiß nicht, wie die Rumänen darüber denken. Wir haben ja eine Frau in Rumänien, ne? Die Paula, die wird uns da jetzt einiges berichten können aus Rumänien,
was die Leute denken, wie die Stimmung dort wirklich ist. Der haushohe Favorit. Ja, das geht ja nicht, dass so jemand gewinnt. Nein. So, ich mach mir jetzt einen Saft. Macht's gut.